Komm her. Komm her, du Drecksack. Bleib liegen. Oh. Kommt da noch jemand? Kommt da noch jemand? Natürlich. Natürlich. Selbstverständlich. Als wäre das nicht schon längst wir genug gewesen. Mit uns kannst du nicht mithalten. Milizmuskelprotz. Oh Gott. Okay. Ihr wollt Ärger? Komm her. Okay, das geht gar nicht. Dann so vielleicht, ja, das geht. Autsch. Hatte ich so wenig Leben? Oh, dann besuch mal Mami und Papi im großen Country Club im Himmel. Vielleicht tue ich das. Vielleicht tue ich das, Joker. Alter, weh, das, weh, der Kampf fängt wieder von vorne an. Dann kotze ich aber im Strahl. Ich hoffe, das hat gespeichert bei dem Heli, bei den Muskelprotzen. Na komm! Sag mir bitte, das ist so. Scheiße, Mann. Oh ja, okay. Sehr gut. Ja, ja, kommt her. Aber ich hoffe, ich hab... Ja, überspringen auf jeden Fall. Das scheint wohl ein Bossfight zu sein oder sowas ähnliches. Ja, ja. Sorry. Du wirst gleich bluten. Oh mein Gott. An mir kommst du okay, nicht mal okay, ja, ja, alles klar. Hab verstanden. Du bist nicht der einzige mit Hightech-Rüstung. Shit, Mann! Ich schneid dich in Scheiben. Ich. Warum kann ich nicht? Warum kann ich nicht mit diesem Kampfsystem umgehen? Warum ist das so? Lass uns doch mal darüber sprechen. Was ist nur los mit mir? Es ist. 2 hours later. Oh, wie? So? Ja, okay. Oh mein Gott, war das eine schwere Geburt gegen diese Idioten? Tschüss! Hab keine Angst, auch hab ich. Vor meinen eigenen Kampfkünsten. Oh mein Gott. Batman, hier warten viele Leute darauf, dir zu danken. Euch beiden. Und ich bin einer davon. Sah echt übel aus. Sehr gerne. Danke, Aaron. Aber das ist doch nicht... Oh Gott. Was ist los? Ich glaube, Scarecrow ist im Filmstudio. Dads Stimme wurde benutzt, um hineinzugelangen. Besorg die Überwachungsdaten. Hab's versucht. Und ich kann Robin nicht erreichen. Er war doch da, oder? Ja. Keine Sorge, Oracle. Bin auf dem Weg. On the way. Untersuche Gordons Erscheinen bei den Panifer Studios. Das sollten wir tun. Oh mein Gott. Wow. Das macht mich fertig. Das macht mich echt fertig, Mann. Okay. Panessa Studios, ja. 94% haben wir jetzt erledigt. Es ist immer das Gleiche, oder? Mhm. Irgendein neuer Bengel kommt um die Ecke und schreit, dass er Batman töten wird. Natürlich. Und die schaffen es auch noch. Das ist das Traurige. Und tötet er Batman? Er tötet Batman nicht. Genau, man sollte meinen, die wissen es mittlerweile besser. So, wir hauen direkt ab zu den Panera Studios. Okay, das war ein langer Flug. So, Panessa Studios, da sind wir doch schon. Yep. Und dann starb sie. Ganz genau. Okay, benutzen. Und dann attackieren. Benutzen. Öffnen. Oh mein Gott, das Spiel, das macht mich kirre. Ich mag es wirklich. Die Story ist ganz cool. Ja, es ist nicht das Allergeilste, muss ich sagen. Aber das Kampfsystem, es macht mich fertig. Das Kampfsystem macht mich sowas von fertig. Ich... Oh, vor allem, wenn man mehrere Spiele gleichzeitig spielt.
Es ist einfach eine Krux. Es ist halt so. Es ist leider so. Okay. So. Wir sind wieder bei den Quarantänezellen. Bei den Quarantänezellen natürlich. Wo ist denn Robin? Wo haben wir ihn zurückgelassen? Oh ja, ich erinnere mich, da war doch was. Mhm. Hey, Harley. Was geht? Sag mir, was passiert ist. Ha, was glaubst du ist passiert? Crane hat einen kleinen fidelen Freund. Und es ist deine Schuld. Crane? War Gordon bei Ihnen? Der Commissioner? Ja, glaub schon. Schwer zu sagen mit all den Blutergüssen im Gesicht. Jemand hat ihn übel zugerichtet. Natürlich. Mr. Jay wäre stolz. Na super. Scarecrow hat also Robin mitgenommen. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Ist hier sonst noch irgendjemand? Oh. Und noch ein Wunderknabe scheidet dahin. Mhm. Gefällt von einem Superschurken. Schnauze. Wenn es dich tröstet. Glaub kaum, dass er mit meinem unglaublichen Werk mit Jason mithalten kann, oder? Scarecrow wird ihn bestimmt mit Angstgas vollpumpen und dann aufschlitzen. Wie einfallslos. Okay, wir haben's verstanden. Naja, nur noch du und ich. Was, Batman? Das wahre dynamische Duo. Na, tupf dir die Tränen ab. Aber wann kapierst du es denn? Immer wenn jemand zwischen uns gerät, sterben die, werden verstümmelt oder dazu Hirn gewaschen, dich zu töten. Kleiner Tipp, alter Kumpel. Wir mögen unsere Differenzen haben, aber du und ich, wir gehören zusammen. Das denkst du auch wirklich, ne? Das glaube ich dir sogar. Okay, Scarecrow hat also Robin mitgenommen. Was zum... Suchst du jemanden? Oh, ja. Du solltest wissen, dass es nirgendwo sicher ist. Der Commissioner war so erpicht darauf, dich wohin zu verraten, als das Leben seiner Tochter davon abhing. Und jetzt habe ich deinen Robin. Ein Vogel im Käfig. Mhm. Faszinierend, dass deine Ängste dich dazu treiben, deinen engsten Verbündeten in eine Gefängniszelle zu stecken. Nun werden dich deine Ängste dazu bringen, das zu tun, was ich sage. Es gibt eine Lagerhalle in Kingston. Geh dorthin, allein. Dort nimmst du deine Maske ab. Oder deine Freunde werden sterben. Oh mein Gott, es geht wieder los. Wir müssen wieder die Entscheidung treffen, die Maske abzunehmen. Hast du das gehört, Joker? Hast du das gehört? Gefällt dir das? Okay, wir gehen wieder raus. Wir können ja eh nichts machen. Zum Lagerhaus also. Oh, das wird übel enden. Das wird übel enden. Es hört sich wie Finale an. Es hört sich wie Finale an. Wir haben noch ein bisschen was zu erledigen, aber... Ich bin jetzt natürlich nicht... Ich werde jetzt natürlich nicht den Teufel tun und das alles jeden Millimeter hier absuchen. Du hast Tim eingesperrt. Er war nicht sicher. Und jetzt ist er das? Er würde für dich sterben, Bruce. Okay. Du hast ihn zurückgelassen, schutzlos. Er hatte nicht mal eine Wahl. Sorry, Bruce, aber du musst ihn zurückbringen. Um jeden Preis. Das weiß ich doch auch. Das weiß ich doch auch, Mann. Oh, das kriegen wir auch irgendwie hin. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Ich kann meine Map nicht... Zeit für eine Entscheidung, Bats. Was? Lieferst du die Scarecrow aus und bringst uns beide um? Oder soll das neue dynamische Duo die Straßen unsicher machen? Soll das neue dynamische Duo die Straßen unsicher machen? Ich glaube, das heißt... Entweder du machst hier deine Nebenmission noch zu Ende. Ja. Ich denke, dass das heißt. Wir haben hier wieder Infos zu den Feuerwehrleuten. Oder du machst die Hauptmission, weil es die letzte Mission ist. Gehe ich mal von aus. 95%. Wirst du die Scarecrow ausliefern, um Robin und Gordon zu retten? Muss ich. Ich muss es tun. Aber zuallererst. Ein GCPD-Officer hat eine Geiselnahme auf der Mercy Bridge gemeldet. Das Opfer ist einer der vermissten Feuerwehrleute. Bei dem Versuch einzugreifen, wurde auf den Officer gefeuert. Geben Sie Acht, Sir. Okay, kriegen wir hin. Weil wir der Experte im Nahkampf sind, deswegen. Oh mein Gott. Kriegen wir das in einem Flug hin? Oder nicht so? Als ja. Der Commissioner es vermasselt hat, ist Scarecrow ausgerastet. Bleiben wir wie
Hand ins Gesicht gerammt und es als Baseballhandschuh benutzt. Okay. Da ist es also. Du wirst sie nicht im Stich lassen. Du bist kein Feigling. Aber wenn du das Unausweichliche so hinauszögerst, verrätst du deine Angst. Ist das so? Okay. Wo ist unser Freund? Der Feuerwehrmann? Wo ist der? Da hinten vielleicht? Ja, das sieht sehr danach aus. Wenn Scarecrow verliert, kriegen wir trotzdem die Kohle, oder? Welche Kohle denn? Hat er euch Kohle versprochen? So, Freunde, guck mal hier. Tschüss. Überraschungsangriff. Hat geklappt. So. Tschüss. Da zittert dein ganzer Körper. Vor Aufregung. So, mein Freund. Komm mal her. Alles ist gut. Jemand holt dich ab, übrigens. Die Stadt ist echt vor die Hunde gegangen. Ich bin es leid. All das hier. Sie müssen ruhig bleiben. So sind Sie keine Hilfe. Es tut mir leid. Es ist nur so viel passiert. Es ist nicht leicht, als wären wir verflucht oder sowas. Das sind wir. Ich habe von den vielen Bränden in letzter Zeit gehört. Wurde jemals eine Ursache ermittelt? Nichts Konkretes. In dem Fall haben wir uns im Kreis gedreht. Hey, bei unserem Glück wäre ich nicht überrascht, wenn es der Teufel selbst war. Der Teufel selbst? Ein Officer wird sie gleich abholen. Der Teufel selbst? Okay, damit hätten wir den nächsten Feuerwehrmann gerettet. Aber ich habe ja gesagt, ich weiß nicht so recht, ob ich das alles jetzt noch machen. Das hier würde ich doch schon gerne machen. Das würde ich sehr gerne machen. Das ist nicht mehr so viel, weil das mit am interessantesten war. Ich glaube, ich suche danach. Ich suche danach. Wir machen die Hauptstory noch nicht, ja? Ich suche jetzt danach und sobald ich was finde, sehen wir uns gleich wieder. Boah, Alter, was war das für eine Jagd? Ganz ehrlich, ich habe sehr lange gesucht, aber wir sind endlich da. Ich habe ihn gesehen, wie er aus der Mall rannte. Aber er war nicht mehr der Knight, okay, sondern ein Wrack. Wir haben das nächste Opfer, Alfred, gefunden. Ich habe eine weitere Leiche gefunden. Yes. 6 Opfer, Master Bruce. Wann wird dieser Albtraum enden? Ich habe keine Ahnung. Gewebescanner, komm. Aber ich würde gerne das Rätsel hiervon lüften. So, erstmal der Hautscanner. Was finden wir hier? Unhübsches, unschönes. Da ist was. Was bist du? Diese spezielle Art von Pigmentveränderung der Haut weist auf eine chemische Verbrennung hin. Vermutlich eine Substanz auf Chlorbasis. Oha. Das ist nicht so schön, aber die Übereinstimmungen sind schon nach unten verändert worden, auf 3300. Das reicht natürlich nicht aus. So, Muskelebene. Haben wir hier irgendwas? Hände, alles okay. Was ist denn? Was ist das denn? Nach einer Tracheal-OP zur Beseitigung eines Krebsgeschwürs wurde dem Opfer eine Stimmprothese eingesetzt. Oh, krass. Okay, das grenzt natürlich die vermissten Personen sehr ein. Und jetzt die Knochenebene. Ist aber auch schön, dass wir immer irgendwas finden an den Knochen und an der Haut und... Das Opfer hatte einen seltenen genetischen Defekt. 6 Finger an einer Hand. Was? Alfred, der Name des Opfers ist Allison Weirs. Oh. Sie war Ingenieurin für Ace Chemicals. Das erklärt auch viele ihrer Krankheiten. Vor ein paar Jahren zog sie dann in ein Altersheim in Bloodhaven. Mhm. Direkt neben dem Heim befindet sich ein großer Park. Vergleiche den Park mit den anderen und überprüfe, ob er passt. Das tut sie in der Tat, Sir. Ich lasse Ihnen die Informationen zukommen. Okay. Zirkus des Bizarren. Auf seiner Route lagen alle Orte, an denen Opfer verschwunden sind. Erstell eine Liste mit allen zugehörigen Namen. Der Zirkus gehört einem recht verdächtigen Gesellen namens Laszlo Valentin. Suche nach Immobilien, die der Verdächtige gekauft oder gemietet hat.
Laut den Unterlagen hatte Mr. Valentin früher einen Schönheitssalon in Gotham. Sein Vertrag lief aus, kurz bevor der Bau des Wayne International Plaza begann. Übertrage den Standort. Zeit, dem ein Ende zu setzen. Oh ja, aber hallo. So, ich glaube, wir haben alle Opfer gefunden, glaube ich, tatsächlich. Das heißt, wir können jetzt... Laszlo Valentin. Mhm. Er hat 6 Menschen getötet, Alfred. Aber das ist jetzt vorbei. Ich werde seinen Schönheitssalon ein bisschen anstatten. Das werden wir tun. Vorsicht, Sir. Er scheint selbst für Gothams Verhältnisse gestört zu sein. Das ist kein Problem. Wir müssen ihn aber erwischen. Oh Gott, was macht er da? Aus dem Weg. Verflucht, er ist es. Keine Sorge, der kriegt uns nicht. Pretty Dolls Parlor. Okay. Hi, ich bin's, der Batman. Oh. Hier läuft verdächtige Musik. Okay. Hier sehe ich noch keine Personen. Aber ein Riddler. Eine Riddler-Trophäe sieht man hier. Die könnte ich mir schnappen, wenn wir denn da reinkommen. Ja, kann man hier rein. Da wären wir schon. Einfach so können wir nicht da rein, ne? Schade. Explosivgel. So. Tschüss, Tür. Ohne her damit. Nicht mit meinen Rätseln durch. Ich hab dich sozusagen in Rätselhaft genommen. Oh, lustig. Den wollte ich schon seit Jahren anbringen. Ja, den hättest du dir sparen sollen. Der war wirklich schlecht. Der war wirklich mies, ganz ehrlich. Okay. gut, aber wohin müssen wir denn? Oh, die Tür einfach öffnen. Bam. Mhm. What the fuck? Was ist denn? Was ist das für ein kranker Typ? Okay, der hat eine Schweinsmaske auf. Daher der Name Pig wahrscheinlich. Können wir dem bitte das Handwerk legen? Alter, das ist ja krank. Das war's, Valentin. Lass sie gehen. Nein. Pig, noch nicht fertig. Sie ist einzigartig und falsch. Völlig durcheinander und verdreht. Pig macht sie besser. Pig macht uns alle besser. Alter. Es ist aus. Aber Pig hilft dir auch. Mach dich perfekt wie die anderen. Du bist krank. Ja. Und was bist du? Ich bin hier, um dich aufzuhalten. Schlecht. Pig ist wie Schlamm. Pig ist wie Gott. Pig ist hier zum Reparieren. Mhm. Es wird Zeit. Es wird Zeit, dass du aufhörst mit dem Scheiß. Genau, mein Liebling. Zeig ihm, wie perfekt. Du willst gegen uns kämpfen, Alter. Wir sind hier, um dich zu retten. Dein Ernst. Bam. Besiegbar. Perfekt und unbesiegbar. Erhebe dich, mein Schatz. Er hat keine Macht über dich. Es ist, als wären sie immun gegen Schmerzen. Ich sollte dafür sorgen, dass sie liegen bleiben. Das sollte ich vielleicht tun, ja. Vielleicht, so? Also, wenn der jetzt nicht liegen bleibt...
Okay. Schnell Explosivgel. Tschüss. Bam, das war der letzte. Okay. So wie du perfekt bist? Nein, danke. Absolut nicht. Kann ich nicht gebrauchen. Oh, ich mach dich ganz. Aua. Tut ihm richtig weh. Wow. Okay, cool. Okay, ich muss die erstmal loswerden hier, glaube ich. Bevor ich irgendwas tue. Schwer, die sind nicht schwer, aber nervig. So, das war er. Ich sollte auch mal auf ihn los. Aber momentan ist es, glaube ich, keine gute Idee. Mann! Okay, ist nur noch einer von denen hier. Und das ist der letzte. Und jetzt, Alter, komm her. Was? Was konnte ich machen? Hey, was kann ich denn machen? Ausschalten also. Nice. Der hat gesessen. Ich kann erst fort, wenn die anderen Opfer sicher sind. Die anderen Opfer? Welche Opfer? Komm schon, bring uns hier raus! Oh. Es gibt noch andere Opfer? Kann ich hier irgendwas machen? wie komme ich denn zu euch, wenn ich fragen darf? Batman, bitte! Oh, die sind hier im Käfig! Was? Das sehe ich ja jetzt erst. Vielleicht mit diesem Ding hier? Vielleicht? Ich habe dich gar nicht gesehen, dem Käfig. Batman, lass uns hier nicht sterben. Hab ich doch gar nicht vor, Mann, beruhig dich! So. Puh. Na, seid ihr zufrieden? Haut ab. So, ich schnapp mir den hier mal. Mit Professor Pig. Ab ins Batmobil. Obwohl, wie soll ich denn bitte dieses Ding tragen? Und wie soll er da reinpassen? Okay. Ja, das geht doch. Das geht doch. Ich hab den irgendwie dicker gerade gesehen. Das geht voll klar. Okay, wir bringen ihn direkt zurück. Diese Geräusche.
Na klar. Ich bringe dich an einen Ort, wo du niemandem mehr etwas zu leid tun kannst. Pig tut niemandem weh. Pig heilt. Pig liegt. Was war das denn? Diese Menschen erleiden ein Schicksal viel schlimmer als der Tod. Nicht tot. Pig macht das Leben lebenswert. Absolut nicht. Die du getötet hast? Zu kaputt, als dass Pig sie reparieren kann. Zu fehlerhaft. Sie machen Mutter wütend. Es Alter. Waren die Dinge, die du nicht ändern konntest, an denen ich die Leichen identifiziert habe. So habe ich dich gefunden. Deshalb hast du versagt. Nein! Nicht versagt! Doch, hast du. Du hast versagt und du kommst dafür in eine Zelle. Du Ekelhafter. So, wehe du leistest Widerstand. Wehe dir. Das wirst du bereuen. Raus mit dir, Valentine. Nein, schließ mich nicht. Deine Mutter wird das nicht gefallen. Deiner Mutter? Das ist mir doch egal. Rein mit dir. Nie gut genug. So dann hast du mich aufhieltest. Ich kann es besser. So viel besser. Das tapfere Metzgerlein. Oh Gott. Ihr Freaks, ey. Ihr gehört alle zusammen. Totaler Spinner. Er ist zu gut für diesen Ort. Keine Sorge, du bist der Erste, den ich freilasse. Joker, du bist tot. Du bist tot. Du kannst gar keinen mehr freilassen. So. Ich glaube, 95%. Oh. Oh mein Gott. Azrael's Leistung. Aber weißt du was? Ja, komm. Azrael ist zurück. Aha. Polizeihubschrauber melden ein brennendes Bettsymbol in Chinatown. Das ist ja schön. Das ist ja schön für Chinatown. Wo muss ich denn hier raus? Wo komme ich hier raus? Hier, ne? Das geringste gesehen. Du hast vorhin unsere Ärsche gerettet, Batman. Ja, ja. Danke. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich brauche Urlaub. Die Arrestzellen füllen sich so langsam. Es wird immer voller. Freunde, ich hoffe, es ist gemütlich. Gute Arbeit, Batman. Danke. Hört, hört! Scarecrows Leute hätten hier alles vernichtet, wärst du nicht da. Ja, ja, aber ich war da. Ich war da. Und ich werde immer da sein. Denn ich bin der Retter dieser Stadt. Der ab und zu auch mal Sachen vernichtet und zerstört mit seinem Batmobil. Aber hey, so ist das eben. Ich verschwinde von hier! So, da oben also. Wow, das ist ein perfekter Flug. Werden wir da sowas von drauf landen? Ich sag ja nur, wenn er antritt, hat er meine Stimme. Pass auf, nur vertritt nicht an. Und selbst wenn, willst du wirklich, dass das war echt perfekt. Wie mach ich denn das Ding hier auf? Das, was er über diese metahumanen Arten gesagt hat, war völlig richtig. Wo ist das brennende Symbol? Ein brennendes Symbol. Wo? Alles klar. So, ich guck mal. Ich probier's mal, aber es ist echt ätzend. Fordere mich erneut heraus, Batman. Ich bin bereit. Das bezweifle ich sehr, dass du bereit bist. Das bezweifle ich sehr, oh mein Gott. Muss ich wieder... Ich darf wieder nicht erwischt werden. Wenn du getroffen wirst, hast du mich und die Herausforderung verloren. Hast du mich verloren? Okay. Beweise dich. Bereit für einen Schock? Okay. Ein Problem hierbei ist, oh, die Typen in weiß, ne? Es gibt keine Entschuldigung. Ja, ja, ja. Es geht wieder los. Gib nicht auf. Die Typen in weiß, die sind echt ätzend, weil die können die Leute wiederbeleben. Mist! Ich habe diese Prüfung unterschätzt. Das hast du wohl.
Versuch's weiter. Okay. Ich fang mit deinen Kniescheiben an. Geht hinten rauf. Nein! Oh, ich hab doch gedrückt. Ich hab doch gedrückt. Das war knapp. Das war ein guter Lauf. Konzentrier dich. Nochmal. Nein, du Trottel! Entschuldige meine Schwäche. Nein, das ist unentschuldbar. Los, nochmal. Oh Gott. Soll ich dich grillen? Nein, sollst du nicht. Ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder gehst. Versuch dich nicht zu schlagen. Der Typ in Weiß, der Typ in Weiß, komm schon. Na komm. Let's go, yes! Das lief besser. Das lief um einiges besser. Du bist ein guter Kämpfer, aber dich erwartet eine letzte Herausforderung. Melde dich, wenn du bereit bist. Sei bereit für meinen Sieg, wenn ich zurückkehre. Eine letzte Herausforderung? Er ist wirklich hartnäckig, Sir. Aber Sie scheinen noch nicht überzeugt. Sammle einfach weiter Daten, Alfred. Es interessiert Sie vielleicht, dass ich die Insignie auf Azurels Rüstung untersucht habe. Es handelt sich anscheinend um das Wappen des Ordens von Saint-Dumas. Wer kennt ihn nicht? Den Orden gibt es schon seit Jahrhunderten. Ihr Auftrag ist es, Gotham zu beschützen. Es gibt jedoch kaum Aufzeichnungen und viele halten seine Existenz nur für einen Mythos. Bis jetzt. Gute Arbeit, Alfred. Finde noch mehr heraus. Eine letzte Herausforderung, aber da sind doch noch zwei Aufgaben. Ich hoffe. Ja, ich würde doch gerne. Wenn Azrael bereit ist, wird er mir ein weiteres brennendes Bat-Symbol auf einem Dach hinterlassen haben. Hat er das also nicht? Hat er das noch nicht gemacht? Shit. Ich würde das schon gerne beenden, ne? Also das würde ich wirklich sehr, sehr gerne tun. Ich weiß nur nicht. Weil das scheint mir auch ein interessanter Kerl zu sein. Ich weiß nur nicht, was jetzt hier mit... Oder wie lange das dauert. Muss ich da andere Dinge erledigen? Ich gehe auf die Suche auf jeden Fall. Ich möchte das doch schon erledigen. Auch wenn es Kack-Herausforderungen sind, aber... Wenn wir schon so weit sind. Also bis gleich. Okay. Es hat ein bisschen gedauert, aber wir stehen hier mitten auf dieser riesigen Statue. Und zwar hier. Ja, in der Mitte des Sees, des Flusses, des Sees. Und hier ist der gute Azrael. Mitten in den Flammen. Und ich würde sagen, wir reden mal mit ihm. Ei. Enttäusche mich nicht, bitte. Ich bin bereit für deine letzte Herausforderung. Okay. Das ist die härteste bisher. Oh oh. Tolle Wurst. Das hört nicht gut an. Das heißt, das Let's Play wird sich noch um 5 Folgen verlängern. Was zum Henker. Wow. Shit. Nur ein würdiger Nachfolger kann diese Herausforderung meistern, ohne getroffen zu werden. Okay. Mach dich bereit. Los. Mach dich bereit. Los. Ich werde nicht noch einmal versagen. Natürlich wirst du das. Da bin ich mir sehr sicher, dass du das wirst. Konzentrier dich. Fuck. Ich kann nur mir selbst die Schuld dafür geben. Das kannst du wohl. Kann ich eigentlich... Konzentriert bleiben. Okay, in der Luft. Nice. Nein! Ich bin unwürdig. Das bist du. Spring. Spring von der Klippe. Das kannst du besser. Vergib mir. Da gibt's nichts zu vergeben. Du bist ein Loser. Konzentrier dich. Ich
Scheiß doch nur gedrückt halten. Wie soll ich denn da versagen? Werde ich sie. Bei den Angriffen muss man nur gedrückt halten. Konzentriert bleiben. Das habe ich nicht hinbekommen, weißt du? Ganz schwer. Ganz schwer. Nicht noch einmal versagen. Doch, das willst du. Und zwar noch jede Menge. Mach dich bereit. Los. Ich kann nur mir selbst die Schuld dafür geben. Oh Gott. Ich sollte einen Counter dafür einsetzen. Was hat er denn hier? Distanzstromladung? Bad Claw? Batarang? Vielleicht damit? Konzentriert bleiben. Okay. Momentan läuft's ganz gut. Ich sollte meine Schnauze halten, weil sonst kriege ich's nicht hin. Vergib mir. Dieser fucking gelbe Angriff, ne? Das kannst du besser. Ja, komm. Ich habe ihn nicht gesehen. Er war halt nicht im Blickfeld. Ich bin unwürdig. Er war halt nicht im Blickfeld. Und das ist so nervig. Konzentrier dich. Azrael, du geiler Typ. Ich muss dir meinen Respekt zollen, Azrael. Du hast den Test bestanden. Ich melde mich, wenn ich mich entschieden habe. Die Entscheidung fiel bereits, Batman. Ich bin jetzt bereit. Ist das so? Ich entscheide, wie das läuft, nicht du. Mit jedem Augenblick, den du vergeudest, fällt Gotham tiefer. Entscheide dich rasch, oder sie ist auf ewig verloren. Drohst du mir etwa? Oh. Sir, wir haben Azrael identifiziert. Sein echter Name ist Michael Lane. Er war GCPD-Officer, bis man ihn wegen psychologischer Probleme suspendierte. Und dann... Gut. Tja, er scheint wie vom Erdboden verschluckt. Damals muss der Orden von Saint-Dumas ihn rekrutiert haben. Es wird noch viel seltsamer, Sir. Der Bat-Computer hat Unregelmäßigkeiten in Lanes Physiologie festgestellt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Schick die Daten zum Uhrenturm. Ich analysiere sie dort. Ganz recht, Sir. Dann machen wir das doch. Dann werden wir das auch machen. Dann haben wir die Azrael Questline auch. Dann haben wir die auch geschafft. Ja, auf mich wartet ein Job. Kasnia. Da gibt's einen König, den wir stürzen sollen. Oder wieder auf den Thron setzen. Oder vielleicht töten. Ich knall einfach ab, wen ich soll. Oh, ein bisschen Dampf drauf bekommen, damit wir ein bisschen schneller ankommen. So. Okay. Perfekt. Und schon sind wir auf unserem geliebten Uhrenturm. Angriff auf eine Polizeiwache? Mir egal, ob das eine Ablenkung war. Okay. Oh mein Gott, da wartet schon Was einer. Was finden wir wohl in Azraels Gehirn, Bats? Das weiß ich noch nicht. Wer weiß? Vielleicht verbirgt sich ein... Ich sende jetzt die Daten über Michael Lane. Ich bin kein Neurologe, Sir, aber ich bin ziemlich sicher, dass das nicht aussieht, als würde es in ein Gehirn gehören. Es handelt sich um einen implantierten Mikrochip, der mit dem Schläfenlappen verbunden ist. Der Gehirnregion zum Speichern und Abrufen von Erinnerungen. Welche Erinnerungen? Beginne Visualisierung. Azrael, Bewahrer des Glaubens, Verteidiger der Reinheit. Der Orden von Saint-Dumas beschützt Gotham nun seit über 500 Jahren. Okay. Und es ist eine heilige Pflicht, unser Vermächtnis fortzuführen. Du hast den dunklen Ritter
seine Strategien erlernt, seine Taktiken analysiert, jedes seiner Manöver perfektioniert. Geht. Die Zeit ist gekommen, deine Mission abzuschließen. Okay. Interessant. Interessante Story ist das auf jeden Fall. Batman, beweise ihm, dass du ein würdiger Nachfolger bist. Erst dann, wenn du das Vertrauen von Batman gewonnen hast, wirst du dein Schicksal erfüllen können. Mhm. Okay, cool. Er scheint keine schlechten Absichten zu hegen. Wollen Sie etwa sagen, dass diese Erinnerungen manipuliert wurden? Ja, ich kenne dieses Symbol aus Arkham City, Alfred. Es ist die Geheimsprache des Ordens. Sie haben Markierungen in Lanes Erinnerungen versteckt, die sein Verhalten aus dem Unterbewusstsein heraus verändern. Wenn ich die Markierungen finde, kann ich die Frequenz rekonstruieren und die Botschaft entschlüsseln. Okay. Was? Okay, dann versuche ich die doch mal zu finden, diese Zeichen. Da war doch noch was, oder? Ist das noch was? Indem ich die Markierung gescannt habe, wurde ein Teil der Frequenz rekonstruiert. Es funktioniert. Okay, verstehe. Weiter geht's. Ist hier irgendwas? Ich sehe nichts. Nee, auch nicht. Kein Symbol zu sehen. Da ist ein Symbol. Ein weiterer Teil der Frequenz wurde rekonstruiert. Mhm. Okay. Ich sollte vielleicht nicht zu schnell machen, denn man kann die leicht übersehen, glaube ich. Okay. Wahrscheinlich habe ich schon 10 davon verpasst, oder? War da noch was? Da ist auch eins. Fast geschafft. Es gibt vermutlich noch eine weitere Markierung, die ich scannen muss. Okay, cool. Na, wo ist das letzte? Okay, ja. Da, okay, das war eindeutig. Das war's. Die Frequenz ist vollständig. Jetzt sollte ich die Botschaft lesen können. Na, dann lies vor. Mein Freund, lies vor. Elden Ring. Der dunkle Ritter steht unserem Vorhaben im Weg. Er verhindert, dass das Böse in Gotham wahre göttliche Gerechtigkeit erfährt. Wenn du dich bewiesen hast, warte auf den rechten Augenblick und stärke ihn nieder. Nimm deinen rechtmäßigen Platz als Gothams neuer Beschützer. Was? Sei voll und ganz willens, deine Mission zu erfüllen und diese Stadt zu schützen. Seine Drohung war wahr? Er will uns wirklich umhauen? Nimm definitiv kein Blatt vor dem Mund, nicht wahr, Master Bruce? Wie stoppen Sie ihn? Wird er nicht. Lane. Whoa. Lane ist tot. Ich bin Azrael, Ritter des Ordens von Saint-Dumas. Das wissen wir schon längst. Angelogen, deinen freien Willen geraubt. Lügner, du verhinderst die wahre Gerechtigkeit. Wir stehen auf der gleichen Seite, Michael. Nein. Nein. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich tue. Offensichtlich nicht. In diesem Fall hast du die Wahl. Bewahrer des Glaubens. Du weißt, was getan werden muss. Was denn? Was soll ich denn tun? Der dunkle Ritter muss sterben. Mhm. Ist das unsere einzige Wahl?
Oder haben wir noch eine Wahl? Ich schaue mich mal hier kurz um. Alter, ernsthaft? Batman? Kann ich nochmal mit dir reden, bitte? Ich will dich gar nicht umhauen, aber hey, ich nehme mir mal das Schwert. Mal gucken, was passiert. Schwert ergreifen. Klinge ruft nach dir, Ezrael. Ihrem einzigen wahren Herrn. Das ist, glaube ich, ein Fehler. Ich will das gar nicht tun, aber ich glaube, man kann nichts anderes tun, oder? Er steht dir im Weg. Oh. Gotham soll dir gehören. Oh. Batman angreifen? Nein, wir zerbrechen das Schwert. Sowas von. Töte. Gotham verdient Gerechtigkeit, aber ich werde nicht das Blut Unschuldiger vergießen. Ganz genau. Ganz genau. So sehe ich das auch. Aber was? Uhrenturm verlassen. Tschüss. Du hast dich richtig entschieden, Michael. Ich erfülle nur Gottes Werk. Der Orden muss bezahlen für das, was sie mir antaten. Dann lass sie bezahlen. Dann lass sie bezahlen. Azraels Buße, Engel der Finsternis. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn er Batman angegriffen hätte. Das würde ich mich echt fragen jetzt. Okay. Oh, Charakterbiografie. Michael Lane, Polizist. Ja, der sieht auch wirklich aus wie ein ganz normaler Polizist. Vor Jahren war Michael Lane Teil eines Programms, dessen Ziel darin bestand, ultimative Verbrechensbekämpfer zu erschaffen. Es führte jedoch dazu, dass er zu einem verrückten Kriminellen wurde. Nachdem Batman seine Pläne durchkreuzt hatte, beichtete Michael seine Sünden dem Orden von Saint-Dumas. Dieser rekrutierte Michael und ließ ihn unter dem Namen Azrael mit der Rüstung des Leids und dem Schwert der Sünde das Böse bekämpfen. In Arkham City hat Azrael Batmans Untergang prophezeit. Nachdem er den Kampfstil des dunklen Ritters einstudiert hat, sieht Azrael sich als der auserwählte Nachfolger des markierten Rächers. Kannst du ja gerne machen, aber wir sind noch in unserer Blüte des Lebens. Wir machen das auch schon. Die Rüstung des Leids macht ihn stärker, ausdauernder und schneller. Im Schwert der Sünde brennen die Seelen der Verdammten. Aber er zerstört. Neigt zu Unfällen von Wahnsinn. Absolut. Ausgebildet in Militär- und Polizeitaktiken. Das dürfte ihm einiges helfen. Okay. Cool. Azrael also, ja. So, ich hau ab hier. Das ist mir egal. Wir haben es geschafft. Ich bin sehr zufrieden damit. Das heißt, wir haben auch... Den Tempelritter Azrael haben wir jetzt auf den richtigen Pfad geführt, sozusagen. Finde ich gut. Das Einzige, was mich jetzt noch interessiert, ist eigentlich die Hauptstory. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Wir werden uns Scarecrow ausliefern, wie es aussieht.